Hello! Heute haben wir Black Friday, man sieht's. Und ich bin ganz schnell heute Morgen zu DM gelaufen und habe mir die Giving is the New Black DM Black Boxen gekauft. Ich habe hier Maren gerade in der Hand und ich wollte heute mit euch das Unboxing machen, weil ich weiß absolut nicht, was drin ist. Und ich würde sagen, wir starten direkt und zwischendurch werde ich ein bisschen was dazu erzählen. Also, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, diese Boxen zu bekommen. Maximalabgabe waren leider nur 2 Boxen pro Person. Und sie sagte sogar, in anderen Filialen ist nur 1 pro Person. Und ich wollte natürlich alle 5 haben. Ein Glück ist meine Mutter mitgekommen, dann hatten wir schon mal 4. Also hierbei handelt es sich um Produkte, die wahrscheinlich schwarz sind, passend zum schwarzen Freitag. Und DM spendet, glaube ich, 5% des Gesamttagesumsatzes. Wohin die das spenden, weiß ich nicht. Okay, insgesamt haben wir 5 Boxen mit 5 verschiedenen YouTubern. Die erinnern mich stark an meine alte Box. Also so sehen die Boxen aus. Die Box hat 5 Euro gekostet, völlig super Preis. Vom Design her hatten die das, ich glaube, die hatten schon mal so eine Box, ne? Erinnert mich das sehr stark an meine Box. Müssen wir ja mal sagen, es erinnert mich wirklich stark an meine Box, die ich damals rausgebracht habe. Aber ich denke, das ist ja nur eine Art Kartonage, also die kann man die später nochmal benutzen. Also wegschmeißen will ich es jetzt nicht, es ist einfach zu schön, aber es ist halt nicht so eine Glossy-Box-artige Box. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit meinem Lieblings-YouTuber, einer meiner Lieblings-YouTuberinnen, und zwar ist das Maren. Ja. Maren, I open you. Ich dachte, da wären jetzt immer nur Black-Produkte drin. Oh la la. Also, so sieht das Ganze aus. Und da ist eine Karte mit drin, wahrscheinlich von jedem. Oh, wie schön. Okay, die werde ich mir auf jeden Fall an meinen Kühlschrank hängen. Voller Maren-Fan, ey. Das erste Produkt ist von Shavens, und zwar die Perfect Skin Beauty Konzentrat. Ich würde jetzt nicht auf jedes Produkt einzeln eingehen, weil ich zeige euch jetzt einfach nur, was drin ist. Und am Ende sage ich euch nochmal, welche Box mir am besten gefallen hat. Ein von Kneipp, ein Creme-Öl-Peeling. Das ist alles natürlich richtig geil, weil du die Sachen alle austesten kannst. Dann ist von Nivea eine Pflegelotion drin, Kirschblüte, habe ich auch noch nicht probiert. Dann haben wir von Garnier Fructis ein Oil Repair Shampoo für trockenes und strapaziertes Haar. Und von Youty ein Blackhead Peel-Off Mask. Also 5 Produkte, jetzt die alle im Wert von 5 Euro. Kann man nicht meckern. Ich finde die Box ganz gut und dann sind hier noch so Knödel drin. Oh, es ist gerade richtig mega Unboxing. Ich freue mich total. So, dann würde ich sagen, geht es weiter mit meiner Nihan. Nihan, I open you. Wieder eine Autogrammkarte von Nihan. Ihr müsst jetzt ganz schnell sein, wenn ihr die Boxen noch haben möchtet, weil es ist, wird wahrscheinlich gleich überall ausverkauft. Nihan hatte ja schon auf Instagram gesagt, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Okay, wir fangen an mit dem ersten Produkt. Ein Handschaum Cake Pop von Balea. Cool. Das zweite Produkt ist eine Mascara von Maybelline, und zwar die Falsies Push-Up Mascara. Als drittes haben wir hier eine Vanille Body Lotion von Jen & Len. Kenne ich nicht. Vanilla Chai. I like. Als nächstes haben wir hier ein Bio-Kokos-Ananas-Fruchtschnitte-Riegel. Oh, warte mal. Hab's nicht mal geschafft zu frühstücken. Ich musste ja schon ziemlich früh raus, um die Pakete zu holen. So sieht das Innenleben von dem Karton übrigens aus. Und hier stehen unten auch nochmal die Originalpreise. Also die Box hat definitiv mehr Wert als die 5 Euro, die du dafür ausgegeben hast. Und als letztes haben wir von Balea noch ein Haarparfüm drin. Habe ich bis jetzt auch noch nicht benutzt. Kostenpunkt 2,45. Ich als Mutti habe ja nicht immer so viel Chance mehr, die Haare zu waschen. Duftet aber richtig gut. Kommen wir zu Kind of Rosy Box. Die Zukunft gehört jenen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. I open you. Oh, wieder ein Autogrammkärtchen. Das erste Produkt ist eine Multimasking-Maske von der Firma Shavens. Kostenpunkt 1,45. Dann haben wir von Balea ein Schönheitsgeheimnisse-Shampoo mit Kokoswasser. Kostenpunkt 95 Cent. Als viertes Produkt haben wir von Trended Up ein Lipgloss in einer sehr alltagstauglichen Farbe, würde ich sagen. Trended Up Lipgloss 3,25. Ja, okay. Dann haben wir ein Blistex Lippenbalsam für 1,25. Kann man im Winter immer wieder gebrauchen. Cool, ist der neu. Ein Nivea Protect
Protect and Shave Schwinggelenkrasierer, aber da steht jetzt kein Preis. Eingriff mit einer mit einer Wechselklinge. Hä? Cool. Rasierer kann man immer gut gebrauchen. So, das war jetzt die Box von Kind of Brosy. Jetzt haben wir noch zwei Boxen. Das ist immer so aufregend, wenn man Boxen anboxen kann. Das ist gerade hier für mich wie Weihnachten, wisst ihr das? Jetzt haben wir noch die X-Laeta-Box. X-Laeta, I open you. Okay. Das erste Produkt ist ein Micellenreinigungswasser All-in-One von der Firma Garnier. Entfernt wirksam Make-up. Okay, ich wollte mir gerade ein neues kaufen. Das ist ja richtig gut. Jetzt brauche ich mir es nicht mehr kaufen, weil ich habe immer das von Maybelline. Richtig gut, Nummer 2. Okay, wollte ich mir auch kaufen. Ich habe mich heute aufgeregt. Na, was sind meine ganzen Haargummis? Das kostet übrigens da 3,75 Euro. Dann haben wir die Invisibubbles. Und zwar diese Haargummis, kennt ihr alle. Die kosten 4,95 Euro. Also wenn ihr dieses Produkt habt, habt ihr schon eigentlich die Box raus. Dann haben wir ein Sally Hansen Nagellack in einer wieder sehr alltagstauglichen Farbe für 9,95 Euro. Wirklich sehr, sehr schön. Ich kenne die Nagellacke auch. Die sind auch wirklich sehr gut. Ach, hier ein Autogramm. Das habe ich ja ganz vergessen. Dann haben wir eine Tuchmaske vom Bio Vegan Skin Food. Die kostet auch 4,95 Euro. Ist da nur eine drin, ne? Ja, ein Stück. Okay, kenne ich jetzt noch nicht. Werde ich auf jeden Fall testen. Mit sowas könnt ihr mich ja immer bekommen. Und als letztes haben wir einmal von Nivea die Seidenmousse Duschlotion, was auch immer. Kostet 2,25 Euro und ich finde... Okay, jetzt kommen wir zur letzten Box. Dafür muss ich jetzt einmal mein Stativ hier runternehmen, weil die Mrs. Bella habe ich mal runtergepackt. Okay, Mrs. Bella, da haben wir auch wieder einen schönen Spruch. Positive Vibes only. Yes. Da bin ich auch stark dafür. Mrs. Bella, I open you. Aha. Okay, da haben wir wieder ein Autogramm. Also das finde ich ganz gut, dass die Autogramme da drin sind. Dann fangen wir jetzt an mit dem ersten Produkt. Da haben wir von Luvos eine Clean-Up-Maske. Maske Clean, 1,25 sind wahrscheinlich 2 Stück drin. Genau, kann man immer gebrauchen. Das finde ich richtig gut. Dann haben wir ein Bio-Kokosöl, kann man immer gut gebrauchen, im Wert von 3,45 Euro hier drin. Dann haben wir von der Firma Balea Beauty Effect Augengel-Pads drin, im Wert von 4,45 €. Da sind 6 Stück drin. Und Augenringe als Mama habe ich sowieso ständig, also das ist schon mal richtig gut. Ein Nagellack haben wir hier wieder, und zwar von der Firma Trend It Up. Im Wert von 2,25 €. Wieder eine sehr schöne, alltagstaugliche Farbe, wie ich finde. Ein Contouring Blush im Wert von 3,95 € hier drin. So, das waren die Boxen. Oh Mensch, ich hätte jetzt noch ein paar mehr aufmachen können. So, hier konnte es einer nicht mehr ohne mich aushalten. Ich bin richtig, richtig begeistert von den Boxen. Richtig tolle Idee. Also, DM, da habt ihr was Schönes auf die Beine gestellt. Ja, welche Box ich jetzt am besten fand. Und zwar fand ich jetzt die Box von X-Laeta ziemlich cool. Also, so, ganz toll habt ihr das auf die Beine gestellt. Aber ich hoffe, dass ich das nächste Mal dabei bin. Alle Boxen sind wunderschön. Aber die Box von X-Laeta hat mir jetzt nochmal persönlich am besten gefallen, weil da einfach die Produkte drin sind, die ich jetzt am nötigsten habe. Von daher... Top! Ich hoffe, ihr ergattert noch schnell eine Box, weil, wie gesagt, ich glaube, die sind alle wahrscheinlich super, super schnell ausverkauft. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Tschüss!